Ja. Das ist der Peter Schulze, mein, sag ich mal, Bühnenbildner für alles. Und er macht was ganz Tolles, der Peter. Nicht nur, dass er die beiden Stücke betreut, die Sphinx von Giesing, das ist hier, bitte, darf ich das sagen? Das ist die erste Uraufführung, das bin ich, man erkennt mich nur nicht, Gott sei Dank. Der Autor Stefan Kaster hat nämlich gesagt, ob ich die junge Sphinx spiele, und habe ich gesagt, unter 4000 Jahren mache ich alles. Und er betreut dieses und auch die nächste Eigenproduktion Schwestern. Jetzt aber bringt er eine Verlaufstapete, die angebracht werden wird. Und die hat er im Malersaal gemalert. Wo ist die denn, Peter? Da ist sie. Hier. Genau. Was macht man denn jetzt hier? In der Wolfgangstraße gibt es was Neues. Ja. Am 17. Oktober mit einem Salon. Ich sage, ich bin eine Saloniere. Ich weiß gar nicht, ob es gibt hier toller Porsche, will vorbei, leider geht es jetzt nicht. Eine Saloniere, ich als Gastgeberin, so wie es früher war, ich möchte an diese Traditionen anknüpfen, lädt ein und ich habe wunderbare Gäste dabei, musikalischer Natur. Und das Thema ist Münchner Künstlerleben, gestern wie heute sozusagen. Und wir knüpfen ihn wieder an und wir... Deswegen auch dieses neue Theater im Herzen von München. Ich bin benachbart, die Staatsoper 50 Meter, ja, das Residenztheater vielleicht 150 und die Kammerspiele sind ja auch nur 200 Meter und ich mittendrin. Der alte Hof ist sicherlich auch noch ein bisschen Anspielung im Namen, oder? Ja, natürlich. Alles, was höfisch ist. Also gedacht ist, es ist höfisch zur Residenz und wir haben auch einen kleinen eigenen Hof, den kann ich gleich mal zeigen. Jetzt sind wir im Hof und der Hof ist nicht nur wunderschön und klein und mitten im Herzen von München, sondern er ist sozusagen auch ein Teil des Namens, ein Namensgeber. Und in diesem Hof kann alles Mögliche passieren. Man kann tanzen, man kann sitzen, man kann rauchen, man kann aber auch Theater spielen. Das ist dann sozusagen Achtung, Obacht für 40 Leute, die können hier wunderbar an Bierbänken sitzen und gutes Bier trinken. Und da gibt es kleine Performances hier, genau. Das sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Das sind die Bühnenpodeste, die werden jetzt nach unten getragen. Und alles ist flexibel, das ist auch das Konzept hier, dass man alles rein und raus tragen kann. Ihr werdet ja nicht nur Theater machen, sondern ihr habt ja auch vor, weil da ja noch ein zweiter Brotberuf hintersteht, die Räumlichkeiten noch zu anderen Zwecken zu verwenden. Das wäre großartig für Geburtstagsfeiern zum Beispiel, mit und ohne Künstler. Ich habe ja so viele Künstler, die ich sozusagen fragen kann, ob die auftreten wollen. Und dann gibt es natürlich Essen, Kleinigkeiten oder was auch immer man will. Alles ist hier möglich, vom asiatischen Catering bis zum Hamburger, der gleich hier gegenüber ist. Wir sind ja in der Mitte von München. Insofern, das ist so praktisch. Ich kann jedes Restaurant ansprechen, auch das Böttner zum Beispiel, wenn man ganz exklusive Küche mag. Und die catern hier. Und man kann Feste feiern, weiß ich nicht, was man alles machen kann, Filme vorstellen, Vernissagen, ach, was auch immer. Und das natürlich, das wäre wundervoll, dass ich es vermieten kann, dann könnte ich nämlich die Kunst noch weiter subventionieren. Und das dritte Standbein sind die Seminare, weil ich selber eben auch Coach bin. Und da möchte ich den Kollegen auch die Möglichkeit geben in München, weil oft sitzt man in irgendeinem Seminarraum am und man sitzt drinnen und das ist alles nicht so lustig. Und hier kann man drinnen, draußen und unten sitzen und im Herzen von München. Das ist das Schöne. Und das ist das dritte Standbein, eben Seminare zu machen. Weil das Positive ist, wenn wir runtergehen, dass man dann gleich, wie ich immer sage, die Präsentationsoptik hat. Jetzt wäre ich schon abgeschnürt. Ich quatsche zu viel, weil ich denke, man muss das. Hier ist das Foyer. Jetzt sieht man es von dieser Seite. Hallo, oh Gott, das wäre ja grauenvoll. Nein, es ist eigentlich schon relativ fertig, nur es ist noch keine Möbel noch nicht da. Also keine Möbel noch nicht da, schönes Deutsch. Es gibt noch keine Möbel, die werden aber gebracht, sobald, wie gesagt, der Peter Schulze diese Dinge hier an die Wand macht. Und das ist eine Verlaufstapete, die er selber im Malersaal gemalert hat. Also alles Theater. Die Showtreppe, ne? Also ich kann es, gell? Genau, also zack, hier wird sozusagen die Showgirls gehen hier die Treppe so runter oder auch anders, ne? Und hier gehen die Zuschauer auch hinunter und jetzt sind wir im Theaterraum. Eine Bar, meine wunderbaren Helfer, Maler, die werden sie Bronze noch anstreichen, das ist in den letzten Zügen. Man kann hier im Spiegel alkoholische Getränke erkennen und sich selbst. Und dann geht es hier rum, hier gibt es ganz eigenartige Dinge, die wir herausgefunden haben.
das war alles zu und jetzt ist es ein Raum. Ich nenne die Treppe den Elefanten und das ist der Bauch des Elefanten. Da ist jetzt der Feuerlöscher drinnen. Aber der kann auch für die Stücke benutzt werden. Und hier ist jetzt der Raum. Ein paar Stühle sind schon aufgebaut. Insgesamt können 60 Plätze hier sein. Und wenn man sich umdreht, hier ist die Bühne. Das glaubt man noch nicht. Jetzt kommen die Podeste hier hin. Genau, der Elektriker, hallo. Er macht schon die wunderbaren Scheinwerfer an. Und ich glaube, es ist nicht mehr sehr viel zu tun. Ja? Also die Bühne kommt, die Stühle kommen, Kunstwerke werden an der Wand sein, die Bar in Bronze und dann gibt es gute Sachen zu essen und zu trinken und natürlich wunderbare Theaterstücke. Noch ein letzter Blick in die Küche. Heute war auch die Abnahme und ich bin ganz glücklich, es hat nur 20 Minuten gedauert und alles ist gut. Ja, wir haben eine Teilkonzession, das ist was ganz Interessantes, also ich darf kleine Dinge machen und wir werden kleine Dinge machen, die stückbezogen sind. Das heißt, unsere Uraufführung, die Sphinx von Giesing, ist ein bayerisches Stück, also gibt es bayerische Dinge nach Rezepten der Schauspielerin Veronika von Quass, die hier auch auftreten wird. Und alles ist selbst gemacht, keine Geschmacksverstärker, alles ganz frisch und ich freue mich sehr. 90 Minuten vor jeder Vorstellung macht das Hofspielhaus auf und da gibt es eben kleine Köstlichkeiten und feine Getränke, gute Biere und Weine und eben, ich bin der Meinung, kleine das Hofspielhaus befindet sich im Herzen von München und zwar 50 Meter von der Oper entfernt geht man die Falkenturmstraße hinunter und da ist schon das Hofspielhaus. Geht man da geradeaus, geht es zum Hofbräuhaus und geht man rechts, geht es zum Platzl und zum Marienplatz und zur Sparkassenstraße und zum Alten Hof. Also wir sind mittendrin und man kann uns erreichen Marienplatz, U- und S-Bahn, Straßenbahn die 19 ist hier in der Maximilianstraße oder Odeonsplatz. Karten kann man für das Hofspielhaus in der Zauberflöte erwerben, in diesem wunderbaren Musikgeschäft gleich nebenan, auch in der Falkenturmstraße 8. Man sieht das Hofspielhaus, das ist mit dem Dächlein und genau in diesem wunderbaren lachsfarbenen Haus, auch Falkenturmstraße 8, befindet sich die Zauberflöte.